Hallo und herzlich willkommen zu Oracle EA FC 24. Mein Name ist Dr. Skill. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Das heutige Spiel Regensburg gegen Lübeck. Ein spannendes Spiel. Regensburg aktuell im Ballkontakt. Die Einstellungen von der KI sind legendär. Halbzeithälfte 4 Minuten. Ich erhoffe mir ein spannendes Spiel. Das Realspiel findet am Samstag, 14.10. um 14 Uhr statt. Und Regensburg kommt gefährlich nach vor den Strafraum. Erste Abschussmöglichkeiten und Lübeck taumelt schon ein bisschen. So, leider nicht mehr draus geworden. Lübeck jetzt hier hinten raus, aber Regensburg von Anfang an unter starkem Pressing hier. Versuchen den Ball früh wieder abzufangen. Und da ist auch Druck hinten dabei. Ja, Lübeck kann sich freisetzen. Ballverlust im Mittelfeld. Ja, war leider ein Foul mit dabei. Lübeck wieder im Balkon, Ballbesitz. Merkt, die Regensburger beißen hier ziemlich stark. Ja, ich habe das Format ein bisschen umgeändert. Früher habe ich immer die Regensburg-Spiele gespielt, die ersten zweimal hier auf dem Kanal. Ich finde, es ist ein bisschen besser, wenn das einfach der Computer ausspielt. Dann ist das nicht an meinem Können, ob das ein gutes Spiel wird oder nicht. So, jetzt Regensburg hier über den Flügel im Angriff. Bring den Ball bis an die Grundlinie. Bleibt gefährlich. Wieder nach außen. Salah am Ball. Hut. Ja, gefährlich im Strafraum. Superball Rinder auf Salah. Jetzt wieder Rindern raus zum Strafraum. Sie kommen leider nicht zu einem Abschluss. Faber. Ja, Hut. Bringt den Ball wieder nach außen raus. Salah ist auch wieder mit dabei. Geipel jetzt am Ball. Der Ball wird ins Strafraum gebracht. Da kommt der Schussversuch. Allerdings abgefälscht, zu schwach und damit gar kein Problem für den Torwart von Lübeck. Oh, Lübeck natürlich jetzt hier wieder unter Druck. Man merkt, die Regensburger stehen hoch. Ja, man sieht es gerade auch sehr gut. Sie greifen früh an. Fordern den frühen Ballverlust der Lübecker. Die wissen das aber zu ahnen und spielen jetzt mal einen langen Ball rechts raus auf dem Flügel. Aber die Regensburger auch stark wieder schnell nach hinten. Lübeck jetzt aber trotzdem in Vorwärtsbewegungen. Über den Flügel. Einwurf für Lübeck. Ja, Ball bleibt gefährlich. Lübeck vor dem Strafraum von Regensburg. Ja, sie kommen voran. Kriegen aber auch die Möglichkeit nicht. Jetzt steht hier ein Lübecker frei. Spielt den Ball wieder nach außen. Der Flügel bleibt aktiv hier. Ball rein. Lübeck zieht in den Strafraum rein. Passt den Ball rüber. Und da ist das 0-1 für Lübeck. Lübeck geht hier in Führung. Wir können es uns gerne nochmal anschauen, wie das jetzt gerade zustande gekommen ist. Lübeck hat sich hier durchgesetzt am Flügel, kann den Ball reinspielen und dann steht er natürlich perfekt frei, geht aufs kurze Eck und kriegt den Ball reingeschossen. Stark gespielt, muss man den Lübeckern lassen. Und so entsteht der 0-1 Rückstand für den SSV Jahn Regensburg. So, 32. Spielminute, im Spiel immer noch alles drin. Natürlich setzt so ein frühes 0-1 in den Kopf rein. Ein Fehlpass von Regensburg. Lübeck schnell im Schalten hier. Können sie mehr draus machen. Gehen wieder auf den Flügel raus, der gerade funktioniert hatte. Kriegen den Ball auch durch. Ball in die Mitte. Keiner da. Ball geht nach hinten raus in den Strafraum. Der Befreiungsschlag hier. Und war natürlich erstmal kein Regensburger vorne. Die Gefahr war hinten. Lübeck jetzt hier wieder im Vorwärtsgang. Schauen Sie mal, was wir hier machen. Regensburg kann es verteidigen, kriegt den Ball wieder. Jetzt natürlich die schnelle Umschaltspiel von Regensburg. Die Ballbewegung ist wieder nach vorne Richtung ins Lübecker Tor. Regensburg, Ballverlust hier im Mittelfeld, können ihn nicht zurückholen. Und jetzt geht das natürlich mal ganz schnell wieder in die andere Richtung. Ja, aber da auch hier wieder gut aufgepasst von der Regensburger Verteidigung. Früh wieder hier gestört und den Ball zurückerobert.
Ball bleibt gerade aktiv im Mittelfeld. Man kommt gerade aus Regensburger Sicht nicht durch. Man spielt den Ball nach außen zu Salah. Was kann man jetzt hier draus machen? Es ist der Halbzeitpfiff. Es geht mit 0-1 in die Halbzeit. Regensburg aktuell hinten. Haben stark angefangen, leider das 0-1 kassiert und jetzt natürlich erstmal die Stimmung leicht gedrückt. Hier sehen wir den Torschützen fürs 0-1. Und wir hüpfen auch direkt in die zweite Hälfte mit rein. Das Spiel wird direkt fortgesetzt. So, Anpfiff. Lübeck darf den Anschluss machen. Die zweiten spannenden 45 Minuten erwarten uns nun hier. Ja, und Lübeck natürlich hier starke Worte vom Trainer bekommen. Wahrscheinlich sehr, sehr viel Positives. Auch Regensburg wird das ein oder andere Wort gehört haben von ihrem Trainer. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie werden hier die nächsten 45 Minuten umgesetzt? Regensburg kann verteidigen, kriegt den Ball. Jetzt die Frage, kommen sie aber auch hier gut hinten raus, um ein schnelles Spiel wieder nach vorne zu machen? So, ja, da sehen wir rechts den Regensburger laufen. Er wird leider nicht gesehen von Hut. Der Ball in die Spitze, kommt bei Hut an, er schießt drauf und das ist das 1-1 in der 54. Spielminute. Die Regensburger wissen, jetzt geht's wieder um alles. Der Anschlusstreffer ist da, das Spiel ist wieder offen. Und da haben sie kurz die Lübecker Verteidigung alt aussehen lassen. Der Ball hier in die Spitze, super durchgekommen. Und der direkte Schuss aufs Tor. Aufs lange Eck, wenn ich es richtig sehe. Da waren keine Fingerspitzen mehr dran. Der ging super rein ins Tor. Er nimmt auch direkt den Ball, da wird stark gespielt, hier muss es weitergehen. So, Lübeck jetzt hier auch wieder in der Vorwärtsbewegung, bringt einen Fehlpass. Regensburg hat den Ball zurückerobert. Spielt den Ball auf den Flügel raus. Die Bewegung jetzt über den rechten Flügel. Können sie mehr draus machen? Guter Pass in den Strafraum, in das Mitte rein. Ah, leider geblockt vom Verteidiger von Lübeck. Der klärt, konnte auch gut klären. Regensburg natürlich jetzt auch stark wieder in der Rückwärtsbewegung. Sie wissen, Lübeck ist gefährlich. Sie haben schon heute ein Tor reingemacht und jetzt kommen sie wieder über den rechten Flügel. Aber die Regensburger Verteidigung ist vor Ort und Stelle und kann den Ball zurückerobern. Jetzt hier das Spiel durchs Mittelfeld. Der Ball bleibt bei Regensburg. Sie kommen langsam durch die Verteidigung von Lübeck. Bleiben aber dann vom Strafraum und Lübeck kann den Ball sicher zurückerobern. Jetzt kann es auch mal wieder ganz schnell in die andere Richtung gehen. Aber Regensburg, hoher Stand, bringt natürlich die Störung in Lübecks Angriff hier. Und aktuell bewegen wir uns noch auf der Lübecker Hälfte. 66. Spielminute ist jetzt rum. Der Fehlpass im Mittelfeld von Lübeck. Jetzt ist die Frage, was macht Regensburg hier draus? Können sie schnell schalten? Sie nehmen sich mal einen Moment zum Sortieren. Ah, der Ball geht vor Richtung Strafraum. Es wird gefährlich. Sie machen sich Platz. Der direkte Schuss gefährlich abgeblockt. Es gibt den Eckstoß in der 71. Spielminute. Und wir haben den ersten Wechsel. Regensburg wechselt, so wie Lübeck. Jeweils ein frischer neuer Spieler. Und Hande ist hier der Standardwert, der gefährlich wird. Ja, es geht auf den kurzen Pfosten. Der Ball wird erwischt, aber er wird gerettet von Lübeck vor der Linie. Der Ball wieder in die Mitte rein. Rausgeschlagen. Regensburg hat den Ball wieder. Lübeck hat versucht, sich zu befreien. Aber so schnell kommt der Ball auch wieder vor. Und das war ein Foul direkt vom Strafraum. Ja, das ist eine gute Position. Da gibt es auch die erste gelbe Karte des Spielers. Yannick Löden. 74. Spielminute. Gelbe Karte für dieses Foul an Koder. Ja, war der Ball gar nicht so in der Nähe, wenn ich das richtig gesehen habe. Lübeck wechselt auch nochmal hier. Nutzen den Moment. So, gefährliche Freistoßposition. Was macht Regensburg hier draus? Jetzt steht er frei, er schießt direkt drauf. Torwart blockt den Ball ab. Lübeck haut den Ball hinten raus. Und jetzt hier, Lübeck hat ihn sogar wiederbekommen. Die Frage, kommt jetzt hier ein schneller Konter von Lübeck? Es steht natürlich jetzt sehr gut aus. Ne? Regensburg Verteidigung ist ein bisschen aufgezogen. Die bleiben am Flügel. Bringen den Ball in den Strafraum rein. Jetzt steht er komplett frei. Passt nochmal rüber und die Regensburger Verteidigung ist da. Da hat es gebrannt in der letzten Sekunde. Hier noch den Ball rausbekommen. Jetzt bloß nicht selber den
Freistoß vom eigenen Strafraum bekommen natürlich. Ball bleibt gefährlich bei Lübeck. Lübeck bleibt aktiv am Strafraum von Regensburg. Die passen sich den Ball zu und da ist das zweite Tor für Lübeck. 1-2 in der 84. Spielminute. Da stand er zu frei und hatte die ganze Zeit, die er gebraucht hat, um diesen Ball noch reinzukriegen. Ja, wir schauen es uns nochmal in der Wiederholung an. Hier der Ball wird nicht gestört. Jetzt steht er hier frei, hat im Moment die Annahme zu machen und kann ihn direkt aufs Tor schießen. Bringt ihn super gedreht rein. Ja, gedreht so ein bisschen, also man merkt, er ging auf jeden Fall rein. Da freut er sich natürlich zurecht. Hat seine Mannschaft zum 1-2 gebracht. Jetzt die Frage, wird Regensburg noch darauf antworten können? Viel Zeit ist nicht mehr. Regensburg mit dem Ball im Mittelfeld. Können sie daraus mehr machen? Lübecker stehen natürlich jetzt sehr defensiv. Sie kommen nochmal zum rechten Flügel raus. Es ist leider jetzt, die Anspielmöglichkeiten wären im Strafraum da. Sie bleiben am Flügel. Sie kommen weiter rein in den Strafraum. Aber dann steht da keiner an der Stelle, wo der Ball hinkommt. Regensburg immer noch am Ball. Bleibt gefährlich in der Nähe vom Strafraum. Bringt ihn wieder raus auf den Flügel. Plus 2 Nachspielminuten. Das wird die letzte richtige Aktion hier werden. Ball auf den Ding. Lübecker, bleibt scharf, er bleibt in der Nähe. Kriegen sie den nochmal ein bisschen näher ran? Können sie hier noch den Ausgleich machen? Der Ball bleibt außen auf dem Strafraum. Sind noch super im Angriff hier. Und da ist der Schlusspfiff. Der Endstand Jan Regensburg gegen VfB Lübeck 1-2. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen vom Orakel. Schaut euch auch gerne die anderen Folgen an. Bis dahin, ciao, ciao.